Willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5, dem Story-Modus. Mit dabei der Necro. Hallo, ich muss mal kurz ranrollen. Klingt komisch. So, weiter geht's mit der Mission. Die haben wir hier. Irgendwo. Oh. Da fährt wie eine Besenkte. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes. Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, okay, ist das? Get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. So, mal versuchen, uns nicht hinzusetzen hier. Das ist so. Ja. Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin, you married Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have killed. Ja noch eine Matratze. I'm going to. Hä? By you. Ja, die sehen gleich aus. This is a favor. Okay. For a friend. Musst du eine Vorlage? Ah, hello. What's the deal? Sag mal, ist es normal, dass die Maus hier immer leuchtet? Ja, ja. Okay. So eine Automaus. Automaus. Ja? Hat auch vorne Frontlichter. Er würde mich irritieren. Na gut, du hast dein eigenes Schlafzimmer nicht, so wie ich. Also. Nee, würde mich irritieren, wenn das Ding die ganze Zeit an ist. Ja, es irritiert mich genauso, wenn mein Mikrofon die ganze Zeit an ist. Ja, wenn du eben halt mal Zeit für dich haben willst, dann denkst du echt, der hört jemand zu. Ja, was meint er jetzt damit? You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. All right. Okay. Observatorium. You need anything? Get me on the headset. Du meinst, die dich überfahren hat? Wo ich den Typen dann gekillt hab, glaub. Warte, du fährst auch wie ein Hänger. Verdammt. So. So, dort hoch müssen wir. Irgendwie. Nehmen wir mal eine Abkürzung. Zumindest versuchen wir es mal mit der Taxe. Wenn alles glatt läuft. Das GTA, da läuft nie was glatt. Ja, jein. Die Korn finde ich geil. Ja, ne? Jetzt zeige ich wieder drauf. Na gut, nee, das war jetzt ein Hinweis für dich. Gute Ausrede. Ja, ich weiß, ich habe immer gute Ausreden. Ich dachte, meinen Müllschlüssel nicht vergessen. Ich habe immer gute Ausreden. Mal schnell von Ausreden zum Müllschlüssel wechseln, ne? Oh, was war das? Ja, okay, well, I ain't at the observatory yet. Schönes Start Tier. Heading that way. Ich mag Hunde. Hunde sind immer noch die besten Menschen. Also da noch, der dreht manchmal echt am Sander. That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? Ja, trotzdem mal den Macke. Ach schon. Ja, dafür fällt nicht mal die Färbung, wie war das? What are you talking about? Ja, nun. Das ist ein Notebook. What? Ich mag Züge. Nee, Züge. Warum war die Stücke bekannt vor? Das war mal weg bei einer Mission. Okay. Ja, ja. Wo du mit dem Tanklass dort langfahren musstest. Robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. Ich glaub's nicht, ich weiß es. If he don't, please, aber wenn ich mich let me handle it. Und beim siebten hab ich dann geschafft? Nee, beim vierten mal. Obwohl, ich kann eigentlich sagen, was ich will. Ich hab's eh nicht aufgenommen. Ist es nicht bald wieder? Was aufnehmen? Nee, dieses Kalala, dieses, wie ist denn das? Fasching? Okay, nee, ist das nicht schon vorbei? Ich nie. 11.11., 11.11. Irgendwas war am 11.11. Oh Gott, das will ich schon nicht mehr.
Ich beeil dich, vergesse so schnell. Dass die alle wegrennen, ey. Alright, I see the van with the gun in it. You nearby? Ey, Mann, ich guck dir gerade beim Spielen zu, irgendwie krieg ich grad Bock auf GTA 5. Na was denn? So ein bisschen aufnehmen? Warum denn nicht? Und nein, ich mach keine Werbung für meinen Kanal. Na, jetzt geladen. Ist das ein Sniper? Tatsache. Ja. Geil. Die gibt's ja wirklich, die Teile. So ist. Bei welchem Film war denn das? Shooter. There it is. Out past downtown. The jet's moving. Gotta give a lead. Probieren wir es mal mit Maus. Ah, shit! Mit Maus geht das hier wieder besser. Bei Shooter gibt es das Ding auch zu sehen. Oh, Dommel kommt online. Hey Dommel, jetzt bist du oben, Let's Play zu sehen. Hey ho, was machst du? Bei Shooter ist er hier, schießt er ähnlich aus 12 Kilo, aus 2,5 Kilometer Entfernung, aus dem kalten Rohr. Aus dem kalten Rohr ist ein bisschen schwerer zu schießen als aus einem warmen Rohr. So falsch. Ich meine, das ist ein Eiben. Scharfschützengewehr und so. Das ist geil. Mein Lieblingsscharfschützengewehr ist immer noch der M82. Mhm. Ja, ich sehe bloß die Hälfte des Monitors wegen Mikro. Irgendwie. Ich muss dann doppelt nach der Aufnahme überschreiten, was ist los. Was ist mit der Dame? Ist einfach dabei, oder? Ja, okay. Ich hab nie gestreamt, ich hab bloß über Thomas ab. Ah, verdammt, du hast mir auch zugeguckt. Beziehungsweise einen Teil zugeguckt. Nachdem ich mal kurz LOL angeschmissen hab, eine LOL gespielt hab. LOL. Oh, nee, kann schon lange gemacht, ne? Achso, der versucht auf den Flughafen dort zu kommen. Ist es normal, dass er dann ins Limo rein? Ja. Okay. Wow. Ach so, meinst du das mit? Ja. Okay. Ich schätze, ist der nackt? Andere Frage, ist die nackt? Das hab ich schon auch gerade gefragt. Da hinten qualmt, so schlimm, wenn wir uns beeilen, denke ich mal. Ah, da hinten fliegt das Ding noch gut. Da könnt ihr da gleich hinfahren, da ist doch gleich der Himmel. Eigentlich schon, ne? Nee, ins Wasser. Was denn? Das Wasser ist damit tief. Der fliegt aber selten dämlich, ne? Vor allem lange. Ja, ne? Mit dem brennenden Trieb? Okay, nee, ist aber normal, durch den Auftritt, den das gibt's auch noch. Das ist genauso wie beim Hubschrauber. Wenn der Hauptrotor ausfällt, dann fliegt das Ding noch zählenruhig nach unten. Deswegen sind die ganzen Spiele, wo Hubschrauber abstürzen, weil. Obwohl, nee, das ist ja dann. Oder zum Beispiel Arma 3. Hast du kein Benzin mehr, sagst du runter den Stein. Lol. Help us!
Ja, Emu, lol. And explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Hä? Hältst ein Nasenloch zu und dann... Das macht er oft mal. Verlasse das Gebiet. Das ist ja... Okay. Wo irgendwas Leichtes gerade. Wir müssen das Ding ja dann noch loswerden. Mhm. Haftmine dran. Ja, ja. Oh, hier steht es auch schon zur Störung. Schade eigentlich, das Ding ist geil. Ja, ne? Müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weit an der Pampa hängen, nicht, dass dann ein Puma ankommt. Ah, oh, wo ich mit Treffer gejagt habe, die Viecher kratzen mich an, ohne Witz. Die Pumas? Ja, ja. Trevor ist da aber der Angel, der das schafft, glaube. Was? Die zu killen. Die Pumas? Hm, wenn die hinter dir sind. Also diese Jagdmission, die finde ich immer richtig geil gemacht. So. Da haben wir. Lass mich bitte erstmal einsteigen. Die Enus. Edunus. Das hat dumm gemacht. So, ich glaube, jetzt muss man zur Matratze fahren. Ich stehe da stand da unten gerade dran. Ja, hab ich nicht gesehen. Okay, wollte bei dem Monitor. Wie groß ist denn der eigentlich? Ich glaube, so groß wie mein Alter. Ich bin nicht kleines mit groß. Mhm. So. Oh. What? There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. Ja, nee, ist klar. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. You moron! Trevor! Trevor! I wouldn't do. Somehow I don't believe that. Ist das hier so heiß oder bin ich das? Boah, das war gekonnt. Ja, nee, ist klar. Ja, was bei Jenny alles gekonnt ist. Das ist, ne? Selbst das Sterben ist gekonnt. Ja. Das kann jeder. So akkurat und graziös. Ach so, so, du meinst fallen lassen wie ein nasser Sack? So wie ihr? Hm? So wie ihr ständig? Willst du erst mal zweiten? Eine schnellere Karre. Ja, nehmen wir den roten Flitzer. Die Frau sieht nett aus, die scheinen uns die Karre bestimmt zu schenken. Na klar, die steigt freiwillig aus. Wunderbar. Freiwillig ausgestiegen. Im Spaltwagen. Die Karre war ja alarmarschig, ey. So. Hm. Die hast du nicht unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Ja, 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 ja. Hast du gerade gesehen? Nein, ich scher bloß die Hälfte durch das Mikro. Warte, das stockt auf immer. Ja, ja. Du selbst nur Ton. Ab und an. Ernsthaft? Ja, okay. Ich weiß nicht warum. Seitdem die ein Update rausgebracht hatten. Ich habe keine Probleme bei mir. Seit dem Update habe ich ab und zu so Probleme. Bei mir läuft so nicht alles in 60 FPS, aber meistens. Hä? Scheiße. So. Sind wir da? Where is he? Na genau, erstmal hinsetzen. Da kommt ein Pum-Pum. Wo ist denn seine andere Koche hin?
Ach ne, da war er mit dem Motorrad unterwegs. Ja. The fuck has happened? Why do you have his car? Piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mikey. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit. Oh, das ist so geil. Told you what ich mag Trevor. Das ist so ein krankes Arschloch. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich mag den trotzdem. We're gonna have to lay low for a little while. Well, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia. She already called Shotgun. I know a nice little place we can hang out, you know. It's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will. A cabin in the woods. You know what I'm saying. Bestanden. Wunderbar. So, wir müssen ja weiter drücken, stimmt ja. Oh, und schon switchen wir um, okay. Hä? Ah, Errungenschaft. Da sind wir sogar mit Job unterwegs. Ich mag den Hund. Ja, ne? Gucken, wie wir jetzt hier mit dem interagieren können. Was ich aber eben halt immer noch nicht verstehe, ist, wie ich mit dem Gassi gehen kann, wenn ich am Haus bin. Ich habe einen Ball, den können wir werfen. Ich finde das cool. Bring it back, boy. Top, come here. Good boy. Schönes Tier. Ja, ne? So Leute, wir sind am Folgenende angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da, einen Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssen.